Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hoffentlich der letzte Teil von der TGB Schnorchelbaum. Und zwar geht es heute nur um den Schnorchel hier oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir die Schnorchel verlegt haben, da habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Guckt mal da oben irgendwie und klickt mal drauf. Wenn nicht, schaltet einfach ab, sucht euch ein anderes Video. Ihr müsst aber noch einen kleinen Moment warten, wa? Das Intro muss noch kommen. Na, bis gleich. So, wir wollen heute hier machen. Ich habe hier mal ein paar Teile konstruiert, die zeige ich euch mal kurz mal hier an der Kamera. Das sind sozusagen die Trägerplatten, oben und unten. Ja. Damit ist der Schnorchel sozusagen fixiert. Und wir müssen jetzt zuerst erstmal hier die Winkel einsetzen und dann festschrauben. Das machen wir erst, wenn wir das Teil dran haben. Aber vorher müssen wir erstmal hier oben diesen Winkel noch einkleben. So war jedenfalls der Plan gewesen. Dieser Winkel kommt so rum eingeklebt. Und das machen wir jetzt mal schnell. Wir haben jetzt den Schrumpfschlauch hier nochmal runtergeschoben, damit wir jetzt hier oben drauf das Teil raufkleben und den Schrumpfschlauch wieder hochziehen können und das verschrumpfen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Und wir brauchen jetzt aber erstmal den Kleber. Was nehmen wir heute für den Kleber, Marek? Wir nehmen heute den wunderbaren Patex. PVC Alukleber. Gut, los jetzt. So, dann wollen wir jetzt erstmal diesen Winkel einkleben. Wir haben hier noch einen Adapterring rumgebaut, damit wir nachher die Schlauchstelle fixieren können. Für einen besseren Halt quasi. Für einen besseren Halt. Dann quetschen wir den Gummi hier nicht so zusammen. Und wir haben da unten schon Schrumpfschlauch drin. Und Marek muss jetzt das Teil da erstmal da einkleben. Dann machen wir erstmal hier wieder Kleber. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Dann machen wir gleich einen Cut und drücken das Ding gleich mal da so dann irgendwie drin. Das ist übrigens interessant für euch. Also Marek macht heute die ganze Drecksarbeit. Währenddessen sich andere mit ihren neuen Handschuhen einfach so ein bisschen auf den Lorbeeren der anderen ausruhen. Naja. So, wollen wir? Ja, das muss jetzt da irgendwie drauf drücken. Richtig bis Anschlag. Ja, das ist mir schon bewusst. So, jetzt musst du versuchen, den Schrumpfschlauch hochzuziehen. Nee, ich muss das mal drin. Gut. Bevor wir den Schrumpfschlauch richtig festmachen, müssen wir jetzt die Arretierung dran haben. Wa? Ja. Aber wir müssen den auf jeden Fall schon mal hochziehen, damit wir den Übergang da richtig dicht kriegen. Wir wollen ja nicht, dass irgendwo in den Luftfilterkasten irgendwie Wasser reinkommt. Weil dann brauchen wir den ganzen Schnorchel nicht bauen. Und das wird jetzt fummelig. Gut, jetzt haben wir den Schrumpfschlauch schon oben, aber wie gesagt, wir können das jetzt noch nicht festmachen, weil wir ja noch den Winkel alle hier richtig einstellen müssen mit unserem Adapter. Und da habe ich ja jetzt hier das Teil, das kommt jetzt hier, da holen wir nochmal den Schraubendreher. Lösen wir nochmal die Schlauchstelle ein bisschen. So, dann kommt die hier so drauf. So, jetzt müssen wir das obere Rohr hier einkleben. Wo ist das bitte? Machen wir das. Das muss jetzt hier in diese Haltung noch eingeklebt werden. Das ist jetzt das Lustige. Wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen vermitteln, Marek. Das darf aber da nicht ankleben, sondern nur außenrum. So, jetzt strecken wir das einfach da drauf. So, ungefähr. Genau. Jetzt dürfen wir die anderen Winkel mal reinsetzen mit der Schlauchstelle. Ne, Schlauchstelle noch nicht festziehen. Erstmal nur reinsetzen, die anderen Winkel. Die kommen ja so rein. Ich merke schon, wir arbeiten heute irgendwie nicht miteinander, sondern irgendwie. Jetzt der erste. Gut, mal Fett dran, schön verteilen. Ja, ja. Jetzt ist es aber leicht gehen. Das ist aber geil. Ja, genau. Gut, dann können wir ja schon mal die nächsten Rohre nehmen. Hast du schon eine Idee, wie lang wir den Schnorchel denn bauen? Sieht hier so leicht drin. So, jetzt nehmen wir mal die gute Seite nach unten, weil oben schneiden wir eh ab. Wa? Oben kommen ja dann wieder die Winkel. Genau, das heißt also, wir können das jetzt so rum hinstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob Gewalt immer so eine gute Lösung ist. Alter, mach jetzt Kleber an hier. Achso, müssten wir vielleicht vorher auch machen. Hier eben mal rum drinne, mit einer Schräge. Aber eigentlich Kleber ranmachen, das kennt doch jeder.
Ruhig vorne weiter, ja, das schiebst du eh nach hinten. Du, ich drücke nur. Okay. Also. Gut. Hier auch noch immer rum. Hier außen, ja? Ja. Stecken wir das jetzt drin, rum und. Wolltest du eigentlich auch schon versuchen? Zu spät. Okay. Zu spät, wenn nicht, muss ich einen größeren Schlumpflauch. Oder wir ziehen nach oben nochmal raus und. Achso, geht ja nicht. So, jetzt muss das obere Teil ran. Nee, jetzt müssen wir das mal gerade machen. Jetzt müssen wir die Stauchstelle. Ist ja jetzt gerade oder nicht? Haben wir halt. Bisschen mal. Drehen. Ja, nee, das geht nicht, weil dann müsste ich jetzt das Rohr hier weiter rein und das weiter raus, hier so wie das aussieht, wa? Geht nicht. Geht nicht. Dann schrauben wir jetzt fester, dann schrumpfst du den. Den Drucktest können wir heute auch noch nicht machen, weil der Kleber das auswerten muss, ja. Na gut, machen wir heiß hier alles. So, wir kommen leider nicht weiter, weil noch was fehlt. Wir brauchen nochmal für unten einen Schrumpfschlauch, komplett. Natürlich eine Übergröße, nicht das, was Marek hier hat. Die kriegen wir nicht über den Winkel gezogen. Und die oberen Winkel hat er vergessen zu holen. Da kommen dann noch die Abdeckkappen hier ran, die habe ich hier. Die sitzen dann auf dem Winkel dann oben drauf. Dann. Ja, gut. Das muss Marek jetzt alleine machen. Ich bin soweit durch. Die Teile hier sind jetzt auch noch zum Donut dann nachher bei TGB mit bei. Könnt ihr euch holen. Und die Abdeckkappen auch, wenn ihr die haben wollt. Könnt ihr euch runterladen. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, gebt mal einen Kommentar, ob ihr das gut findet oder nicht. Mal, ich muss jetzt unbedingt dazu noch die Rohre nachher nochmal kappen hier. Da kommen ja die Winkel dann drauf. Und dann auch wieder Schrumpfschlauch und dann die Kappen. Und dass es alles nachher schick aussieht. Ja. Ja. Hast du noch was zu sagen? Wollen wir noch einen Drucktest machen mit der? Ach, nee, geht nicht, weil es alles okay. Das lasse ich ihm auch noch hier für den Drucktest, weil das passt hier all drauf. Die kann man dann mit den Schlauchständen festziehen. Und dann kann er das alt abdrücken. Und Luftfilterkasten wird einfach bloß mit dieser Kappe. Und dann halten wir das Loch zu und dann muss der Motor aussehen. Wenn er das nicht macht, ist irgendwas undicht. Und ja, das war von meiner Seite gewesen mit der TGB. Vielleicht macht Marek noch mal ein Video nach. Ich mache noch mal ein Video, das kriegst du dann und dann kannst du das weiterverarbeiten. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann noch hinkriegen. Ich muss jetzt nach Hause, ich muss nämlich zu Hause auch weitermachen. Die CNC-Fräse wartet und mein Quad auch. Gut. Gut. Dann sag ich, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.